Ibrahim a.s. war ein äußerst großzügiger Mensch. Als ihn eines Tages drei Fremde aufsuchten, erkannte sie nicht. Drei Personen kamen in seinen Garten, gut aussehende Menschen. Als sie hereinkamen, fragte er seine Frau, kennst du sie? Nein, sie sind mir unbekannt. Er sah sie an und wollte ihnen etwas anbieten. Also ging er ins Haus zurück und fragte seine Frau, haben wir etwas zu essen? Sie sagte, nun, wir haben etwas Fleisch. Er sagte, nein, lass uns ein Kalb schlachten. So dann ließ er es am Feuer braten und brachte den Besuchern das ganze Kalb. Für wie viele Personen? Für drei Personen. Sie waren nur zu dritt. Seht mal, wie gastfreundlich er war. Er wollte diesen Menschen Essen anbieten. Und das wird von Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt. Als diese Person vorbeikam, begrüßte er sie mit dem Salam. Und sie antworteten mit dem Salam. Und kurz darauf tischte er ihnen ein ganzes Kalb auf. Als er sah, dass die Leute nicht aßen, er hatte das Kalb serviert. Es war schön zubereitet worden. Ein wundervolles Festmahl. MashaAllah. Er wollte seine Gäste würdigen, obwohl er sie nicht mal kannte. Doch sie aßen nichts davon. Da nahm er selbst einen kleinen Bissen, um sie zu ermutigen, damit sie ebenso davon kosten. Doch er bemerkte, dass sie nichts davon aßen. Da wurde er etwas beunruhigt. Was ist los mit diesen Leuten, wird er gedacht haben. Sind das tatsächlich Menschen? Er merkte, dass irgendetwas nicht in Ordnung war. Also sagte er zu ihnen, wisst ihr, ich habe die Vermutung. Und sie sagten, Ibrahim, fürchte dich nicht. Wir sind keine menschlichen Wesen, wir sind Engel. Allah hat uns mit zwei Aufgaben entsandt. Zu dir zu kommen, um dir Nachrichten zu überbringen und das Volk von Lut a.s. zu zerstören. Seine Frau hatte das mitbekommen und sie fing an, ein bisschen zu lachen. Im Sinne von, endlich geschieht etwas mit dem Volk von Lut a.s. Denn die Sünden des Volkes hatten gewaltige Ausmaße angenommen. Allah bewahre. Allah sagt, als sie lachte, überbrachten sie ihr die gute Nachricht, dass sie ein Kind erwartet. Wisst ihr noch? Sie konnte nicht schwanger werden. Und nun wird ihnen die Nachricht überbracht. Und Allah entsandte drei Engel. Und sie kamen zu Ibrahim a.s. Sie überbrachten Ibrahim und Sarah die Nachricht, dass sie nun ein Kind erwartet, welches den Namen Ishaq a.s. tragen wird. Und sodann machten sich die Engel auf den Weg zu Lut a.s. Allah entsandte Engel, damit sie Ibrahim a.s. die Nachricht persönlich überbringen. Du hast Dua gemacht, um Nachkommen zu erhalten. Hier kommen sie in ihrer vollkommenen Reinheit. Subhanallah. Nachdem Ibrahims Sorgen verflogen waren, war er umso besorgter um Lut a.s. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, als die gute Nachricht zu ihm kam und seine Sorgen verschwunden waren, begann er mit uns über Lut a.s. und sein Volk zu diskutieren. Als wollte er sagen, vielleicht werden sie sich doch zum Guten wenden. Denn zu diesem Zeitpunkt hatte Ibrahim a.s. nicht um ihre Bestrafung gebeten. Er hatte nie um die Bestrafung gebeten und schon gar nicht um die Vernichtung eines Volkes. Stattdessen machte er auch weiterhin Dua für sie. Auch das war eine seiner besonderen Eigenschaften. Er betete weiterhin für sie. Er begann mit den Engeln zu diskutieren. Lut ist unter ihnen. Ist euch das nicht bewusst? Sie sagten, O Ibrahim, lass uns nicht darüber reden, denn es ist Allahs Befehl, sie zu vernichten. Und diese Strafe wird über sie kommen. Da gibt es keinen Ausweg. Er wurde vergewissert, dass Lut a.s. verschont bleibt und dass die Gläubigen unter ihnen verschont bleiben. Dann hat er sich von den Engeln verabschiedet und sie gingen ihres Weges.